In 5 Bundesländern liefen am Dienstag Einsätze gegen Terrorverdächtige. Hier Bilder aus der Stadt Suhl in Thüringen. Beamte durchsuchten insgesamt 12 Wohnungen sowie eine Gemeinschaftsunterkunft in Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern, teilte das thüringische Landeskriminalamt am Dienstag in Erfurt mit. Eine konkrete Anschlagsgefahr habe sich aus den Ermittlungen bislang nicht ergeben. Hintergrund sind nach Angaben des LKA Ermittlungen gegen einen 28-jährigen russischen Staatsbürger tschetschenischer Abstammung, die seit der zweiten Jahreshälfte 2015 laufen. Anlass sei der Verdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gewesen. So soll der Mann beabsichtigt haben, sich dem Kampf der Extremistenmiliz Islamischer Staat IS in Syrien anzuschließen. Im Verlauf der Ermittlungen habe sich gegen diesen Beschuldigten und weitere 10 Männer und 3 Frauen aus Tschetschenien der Verdacht ergeben, Anschläge zu finanzieren. Es handelte sich um Asylsuchende, deren Aufenthaltsstatus in Deutschland bisher nicht abschließend geklärt sei.